1300 Euro von mir. 1350. Ich finde das so gut. Tolle Preise. Also ich schätze das nicht so hoch ein. Ich bin raus. Mhm. Aber kommt noch was von dir, David? Ja, ja. Gerne 1500 Euro. Mhm. Schön. 1550. Schöner. Mhm. Wollen wir das machen mit 1550 Euro? Machen wir. Gut. Sehr schön. Okay. Das Keramikpferd galoppiert zu Fabian. So, hier ist schon mal der 50er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 1500er. 1550. Bitteschön. Vielen Dank. Danke. Dann viel Spaß mit dem Pferd. Danke. Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, wiedersehen. Wiedersehen. Ja, cool. Ja. Schönes Huhn. Pferd. Ja, das Pferd hat seinen Preis gebracht und es ist sogar noch über die Expertise gegangen. Ich bin richtig glücklich. Huhn, dann das Ei. Erst das Ei, dann das Huhn. Oder vielleicht doch das Huhn, das Ei. Ach. Naja, Gott sei Dank läuft hier alles der richtigen Reihenfolge. Erst die Expertise, dann der Verkauf, dann glückliche Verkäufer. So soll es sein. Und wenn Sie das auch mal erleben möchten, bewerben Sie sich unter www.rares-bewerbung.de und dann sind Sie hier im vernünftigen Ablauf. Und sollten Sie eine Antwort auf meine Frage haben, bitte sagen Sie es mir. Jedes Baby und jede Geburt ist anders. Das ist immer eine Überraschung. Wir haben jeden Tag Einfluss auf Menschenleben. Das ist viel Verantwortung. Push. Du bist die allerbeste Hebamme, die man sich wünschen kann. Push. Jetzt streamen in der ZDF-Mediathek. Ins Bett. Das ist 15 Jahre her, das kann bis morgen warten. Kann es nicht. Pass auf dich auf, mein Mädchen. Ich liebe dich. Thank you.
Sie sind der Anwalt, richtig? Richtig. Es ist nicht meine Schuld. Diese Männer waren... Desgusto. Keiner hat Schuld. Und niemand ist Desgusto. Sie haben doch versprochen, heute dran zu denken. Versichertenkarte. Hat man doch früher nicht gebraucht. Als ob der Doktor nicht wissen würde, wer ich bin. Was machen Sie denn da? Das ist mein Vater. Ludwig hatte keine Kinder. Ludwig? Ludwig Stein, der Verlobte meiner Tochter. Ja, aber das hier ist Karl-Heinz Heydrich, mein Vater. Also, ich muss mit Ihrer Tochter reden. Das geht nicht. Geben Sie mir jetzt bitte sofort das Bild zurück. Tut mir leid, ich muss dieses Foto sicherstellen. Kripo Aurich. Wie ist Ihr Name? Glocke? Gertrud? Name, Anschrift Ihrer Tochter? Isolde ist tot. Ich möchte das Bild zurückhaben, bitte. Wo fahren wir hin? Wir sind gleich da. Arbeit oder Vergnügen, das macht für mich keinen Unterschied. Eine Anfrage registriert, mit drei Namen Ihrer Liste. Kripo Aurich. Ich leite es weiter. Hey Anne, ich glaube, das ist deins, oder? Ja, danke. Maria, guck mal, hast du eine Idee, wo das aufgenommen sein könnte? Sag ich mal. Kommt mir bekannt vor. Emshaven? Nein. Das Grätzi hier, ganz klar. Guck mal hier an der Ecke, da habe ich mal eine halbe Stunde auf Rupert gewartet. Grätzi. Genau, ja, wusste Was machst du denn hier? Warum bist du nicht beim Arzt? Okay. Ja. Ja, den Campingplatz kenne ich. Mhm. Verstehst du? Und deswegen muss ich da jetzt sofort hin. Nein, musst du nicht. Du musst ins Bett. Frank, hast du mir eben nicht zugehört? Das Bild ist endlich eine neue Spur im Mordfall meines Vaters. Ja, ja. Mann, ich höre dir immer zu. Das ist dein Vater mit einer Kollegin. Wir sind gleich da. Gut, danke. Anne, bitte. Ich muss das dir jetzt nicht erklären lassen. Pass auf, wenn da was dran ist, dann klären wir das, aber erst, wenn du wieder gesund bist. Okay. Lieblingskollegen, es gibt da so ein Ding bei der Polizei. Da heißt es gleich nochmal. Ja, Einsatz. Ja, mein Einsatz. Wer von euch Turteltauben ist dabei? Anne ist krank und fährt jetzt sofort zu Dr. Bill. Thank you.
gewusst, dass ich dich hier finden würde. Ja, du weißt doch, wo ich wohne. Was denn? Bei deinem letzten Besuch, da haben die Osterglocken geblüht. Es geht um Papa. Um wen denn sonst? Dein Mann hat dich betrogen, Ann-Kathrin. Meiner war mir treu. Oh, vielen Dank. Das ist so eine blöde Idee, herzukommen. Ann meint es nicht so. Sie weiß nur manchmal nicht, wann gut ist. Karl-Heinz war manchmal wochenlang unterwegs. Das hat sich sehr verändert. Trug plötzlich ganz andere Klamotten. Wie so ein Lackaffe. Da kommt man schon mal auf solche Gedanken. Was hat Papa denn dazu gesagt? Hat alles abgestritten. Er meinte, er wäre mit seinen Kollegen da an einer großen Sache dran. Sehr gefährlich. Mehr wollte er mir nicht verraten. Zu meinem Schutz. Frau Glocke. Na, Sie heizen hier aber auch fürs Universum. Frau Glocke, hier ist jemand, der sich bei Ihnen entschuldigen möchte. Ich hole den Arzt. Ann-Kathrin Klaasen, Kripo Aurich. Hallo? Wer von euch Experten hat veranlasst, dass Frau Glocke in die Rechtsmedizin kommt? Einmal darfst du raten. Ah, verstehe. Aber warum? Ann-Kathrin wird ja einen Grund gehabt haben, oder? Seit wann orientiert sich unsere Kollegin an sowas wie Fakten? Es geht um ihren Vater. Was um alles in der Welt hat denn die arme Frau Glocke mit dem Tod von Ann-Kathrins Vater zu schaffen? Ja, sie direkt nicht, aber ihre Tochter ist eine verstorbene Kollegin von uns. Angeblich verstorben. Isolde Glocke lebt. Und ihre Mutter wurde ermordet.
In der Praxis hatte sie zwei Handys dabei. In ihrem Zimmer habe ich nur eins gefunden. Der Täter muss das andere mitgenommen haben. Wir brauchen schnellstmöglich eine Obduktion. Ich habe auf Wahlwiederholung gedrückt. Am anderen Ende hat sich eine Frau mit Mama gemeldet. Das kann nur Isolde gewesen sein. Und dann rufen wir diese angeblich verstorbene Kollegin noch mal an. Die Leitung ist jetzt natürlich tot. Isolde Glocke und mein Vater waren verdeckte Ermittler. Verdeckte Ermittler? Ja. Jahre nach seinem Tod. Völlig aus dem Nichts. Sie wurde umgebracht, nachdem ich in unserem System nach ihr, Isolde und Ludwig Stein gesucht habe. Ludwig Stein, das muss der Deckname meines Vaters gewesen sein. Hörst du überhaupt noch, was du sagst? Ich glaube nicht, dass das alles Zufälle sind. Was willst du noch von mir geliefert bekommen? Wir brauchen die Obduktion von Frau Glockes Leiche. Oh, ich sag dir mal, was ich glaube. Wie jedes Mal, wenn es um deinen Vater geht, drehst du komplett durch. Es ist alles Vergangenheit. Und Vergangenheit heißt Vergangenheit, weil sie vergangen ist. Und genau deshalb kümmern wir uns jetzt ums Hier und Jetzt. Was? Was weißt du darüber? Gar nichts. Obwohl, jetzt verkauf mich nicht für blöd. Bevor du hier angefangen hast, hast du lange beim BKA gearbeitet und du kanntest meinen Vater gut. Ja, und? Ja, also, es ist schlimm genug, dass du mir bis jetzt überhaupt nichts davon erzählt hast. Entschuldige mal, Ann-Kathrin, was hätte ich dir denn erzählen sollen? Dein Vater war mal als verdeckter Ermittler im Einsatz. Ja. Ja, und? Ich meine, was gibt's denn da zu erzählen? Das ist ganz normale Polizeiarbeit. Wann war das genau mit Isolde? Oh. Auf wen waren die angesetzt und wer war noch dabei? Du kennst sicher in Wiesbaden Kollegen, die dir noch einen Gefallen schulden. Ja, von mir aus, ich kümmere mich drum. Und du tust mir einen Gefallen, geh nach Hause und kurier dich aus. Oder nur noch ein paar Tage Urlaub, fahr auf eine Insel. Wenn du wieder da bist, sehen wir weiter. Ich denk drüber nach. Aber erst nach der Obduktion von Frau Glocke. Kurz was fragen. Das ist mein Vater, der war Gast bei Ihnen, ob Sie sich an ihn erinnern, Heidrich oder unter dem Namen Ludwig Stein. Ein wie Ludwig Stein, vergisst man nicht. So ein Mann von Welt verirrt sich nicht oft in unsere Ecke. Mann von Welt? Mein Vater war Polizist, das neben ihm seine Kollegin. Wollen Sie mir etwa erzählen, er und Frau Beuser waren gar nicht verlobt? Die beiden waren nicht einmal ein Paar. Sieht es für Sie denn nach Kollegen aus? Hm? Nee, nee. Die beiden waren total ineinander verschossen. Woher wollen Sie das denn so genau wissen? Sie waren Stammgäste. Und ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Kurz vor dieser Trauing-Geschichte hatten die beiden eine heftige Auseinandersetzung. Ihr Vater ist danach vorzeitig abgereist. Was denn für eine traurige Geschichte? Ja, das wissen Sie gar nicht. Sie ist ertrunken. Wo ist sie gefunden worden? Noch gar nicht. Das Meer hat sie genommen, wie man so sagt. Aber wenn Sie mich fragen, es war Selbstmord. Und wann war das genau? 2006, 16. September. Es war ein Samstag. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja.
Riechst du das? Diese leichte Kiefernote. Das gibt's nur hier. Herrlich. Was hast du hier gemacht? Warum bist du nach eurem Streit abgefahren? Einen Tag, bevor du erschossen wurdest. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du dein hübsches Näschen nicht überall reinstecken sollst, mein Täubchen? Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit löse ich meine Verlobung mit Tatjana auf. Nach reiflicher Belegung musste ich leider feststellen, dass Tatjana nicht die Qualitäten hat, die ich bei meiner zukünftigen Ehefrau brauche. Aber auch Herr Becker hat die Verlobung gelöst, weil sie, wie ihr schreibt, kalt wie ein Fisch waren. Sie haben eine Menge Kosten verursacht. Und Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Oder glauben Sie, es war alles umsonst? Die Reisen, die Hotels, Kleidung, das Geld für Ihren Vater. Ich kann arbeiten, dann zahle ich alles zurück. Du hast es viermal verkackt. Gerade mal 6 Wochen. Du musst geben lernen, bevor du nimmst. Komm, Tatjana. Nachdem mein Vater ermordet wurde, ist Isolde Klock ertrunken. Sag mal, siehst du immer noch keinen Zusammenhang? Hör zu, auch wenn der Kollege nicht zitiert werden möchte, offenbar war dein Vater auf einen Mädchenhändler in Gelsenkirchen angesetzt. Eine ganz fette Nummer. Was? Und welche Rolle hat Isolde Klocke dabei gespielt? Namen hatte mein Informant nicht, aber er konnte sich dunkel an eine junge Frau erinnern und an einen weiteren Kollegen, der offenbar jetzt im Zeugenschutz ist. Dem muss ich sprechen. Ich habe ihm eine Nachricht an seine anonyme Adresse geschickt. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Was meinst du, in was für Kreisen die da unterwegs waren und was für eine Gefahr die sich begeben haben? Und einen Tag, nachdem mein Vater erschossen wurde, geht die Isolde ins Wasser. Das stinkt doch zum Himmel. Ja, ich finde das auch irgendwie merkwürdig. Merkwürdig. Was versprichst du dir denn davon, wenn du den Mörder findest? Was ist dann? Was soll das, Frank? Ausgerechnet jetzt? Was soll das heißen, ausgerechnet jetzt? Dein Vater steht doch seit Jahren zwischen uns. Seit Jahren auf so einem Sockel. Verdammt nochmal, ich mach mir einfach Sorgen um dich. Die Wahrheit, ja? Ich bitte dir nicht gefallen. Dein Vater war nicht das unschuldige Opfer? Papa! Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du dein hübsches Näschen nicht überall reinstecken sollst, mein Täubchen? Der hat den ganzen Überfall geplant. Und abgeknallt haben sie ihn, weil er alles für sich wollte.
Gespräch mal. Kommst du drauf? Riecht nach mehr. Stroh. Bisschen Pferdenote. Jüst. Das war ein Spiel zwischen uns. Mein Vater hat die Luft auf den Inseln eingefangen und zu Hause musste ich raten, woher sie stammt. Wenn wir mal Sehnsucht haben, hat er immer gesagt. Das ist total schön. Das kenne ich nicht von zu Hause. Was, wenn es auch alles gelogen war? Uni-Abschluss, Polizeischule, irgendwas wird zu finden sein. Ja. Glocke. Nein, nicht mit G, mit K. Glocke, ja. Weiß ich auch nicht, Sozialversicherungsnummer wahrscheinlich. Jo. Ja, ich warte. Hey Jungs, die Post ist da. Ja. Staatsanwaltschaft. Ja. Spiel und Spaß. Gott, Bratarsch. Okay, nix. Alles klar. Danke, Maria. Tschüss. Außer einem Grab ohne Leichnam kann ich sowieso die Glocke nichts finden. Total erstaunlich bei einem Selbstmord in der Nordsee. Aber vielleicht fragst du mal bei der kleinen Meerjungfrau nach. Ach komm, komisch ist das schon, oder? Das war ja immer eine Kollegin von uns und die hat als verdeckte Ermittlerin gearbeitet. Da muss es doch irgendwas geben. Oh. Frank, du musst öfter mal über den Tellerrand. Persönlichkeitsstrukturen verdeckter Ermittler. Eine Klassifizierung in drei Typen. Ja? Ich bin Willem Beukelsund. Ich war der Partner Ihres Vaters. Damit habe ich gar nicht so schnell gerechnet. Kommen Sie rein. Danke. Es ist reiner Zufall, dass mich Ihre Nachricht bei einem meiner seltenen Besuche hier in der alten Heimat erreicht hat. Sie leben nicht mehr in Deutschland? Ich bin hier, weil ich das Gefühl habe, Ihrem Vater etwas schuldig zu sein. Aber bevor Sie loslegen, wie sind Sie auf mich gekommen? Sie werden sicherlich verstehen, dass ich das gerne für mich behalten möchte. Ein Kaffee? Gern. Sie vertrauen nicht vielen Menschen. Ganz der Vater.
Ich will Sie nicht noch mehr in Gefahr bringen. In Gefahr? Wie meinen Sie das? Es sind Akten verschwunden. Eine ältere Dame wurde umgebracht. Es scheint noch heute jemand in den Reihen der Polizei zu geben, der in der Sache drinsteckt. Oder Zugang zu den Daten hat. Ich würde Ihnen gerne widersprechen, aber das ist einer der Gründe, warum ich damals ausgestiegen bin. Was ist mit Isolde Glocke? Glauben Sie auch, dass sie noch lebt? Nein. Nach dem tragischen Ende ihres Vaters hätte sie sich bestimmt bei mir gemeldet. Wir waren ein Team. Und was hat der Banküberfall damit zu tun? Der Banküberfall? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Kennen Sie einen von den Tätern? Tut mir leid. Ich war damals in Belarus. Ich sehe, wissen Sie wahrscheinlich mehr über die ganze Sache als ich. Vielleicht können Sie das. Das hier, das sind doch Sie, oder? Ja, das war furchtbar. Das war eine Art Auktion. Und wenn die Frauen für das Unternehmen wertlos wurden, hat man sie in die illegale Prostitution abgeschoben. Wir mussten dabei sein. Und was genau war Ihr Auftrag? Drahtzieher war ein Mann, der unter dem Deckmantel der Ehevermittlung Frauen aus dem Ostblock importiert hat. Und auf den waren Sie angesetzt. Wie sind Sie vorgegangen? Ich könnte jetzt noch stundenlang ins Detail gehen. Aber grob wird also in drei Grundtypen unterschieden. Gruppe A sind die Gerechten. Typen wie du, die sich viel zu viel Gedanken machen und deshalb ungeeignet sind für solche Jobs. Ja. Gruppe B sind die Schauspieler. Schon etwas besser, aber die finden leider oft Gefallen an der anderen Seite und verlieren ihr Ziel aus den Augen. Ah, jetzt sprichst du also von dir, ja? Nein, ich gehöre zur dritten Gruppe, den Jägern. Das sind die Besten. Ah ja, klar. Sag mal, steht da auch drin, zu welcher Gruppe Hans Vater gehört hat? Gertrud Glocke wurde ermordet. Sie starb zwar an Herzinfarkt, aber die Rechtsmedizin hat Stofffasern in ihrer Mundhöhle entdeckt. Die wurde erstickt. Wir haben ein Büro eröffnet. Namens Hotpants mit Steuernummer und allem drum und dran. Wozu? Um eine Konkurrenz zu provozieren? Um ihn zu überführen? Nein, wir haben als Vermittler für ihn gearbeitet. Als eine Art Franchise-Partner. Davon gab es zu Hochzeiten mehr als 30. Verteilt über die ganze Bundesrepublik. Wie wollen Sie mir sagen, dass mein Vater aktiv Frauen vermittelt hat? Ihr Vater wollte nie, dass Sie davon erfahren. In seinen Augen haben wir uns schuldig gemacht. Man kann dabei zusehen, wie die Seelen der Frauen brechen, hat er immer gesagt. Und wie endete das Ganze? Mit seinem Tod. Als die Nachricht aus Gelsenkirchen kam, war mir sofort klar, dass es vorbei ist. Nicht jeder ist so stark wie ihr Vater. Behalten Sie ihn lieber so in Erinnerung. Das werde ich auch. Aber zuerst muss ich seinen Mörder finden. Wollen Sie etwa so enden wie er? Ist es das wert? Sie haben Familie. Hinter wem waren Sie her? Wie ist sein Name? Herr Beukel, so... Hallo? Er hätte es nicht gewollt. Und ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn Ihnen auch etwas zustößt. Hallo? Sagen Sie mir, wie er heißt.
Kümmern Sie sich erstmal darum. Ann, bist du da? Ja. Peter. Grüß dich doch, du lebst. Ja, natürlich. Was gibt's denn? Ja, die könnte ich irgendwie nicht erreichen. Wer? Weller. Ich rufe ihn zurück. Herr Beutelsohn? Herr Beutelsohn? Das gibt's doch nicht. Scheiße. Sag mal, ist hier eben jemand durch? Keine Ahnung, wovon du da redest, aber in dieser Jahreszeit sollst du keine Türen offen stehen lassen. Peter, es war doch nicht nötig. Geh dann mal besser. Ich glaub das nicht. Mord hier bei uns. Das hätte ich mal sehen sollen. Die ganze Polizei hier. Ja, und die Kommissarin? Kannst du dir vorstellen, die habe ich auch gefressen. Eike? Mama? Was machst du denn online? Ist alles okay? Alles okay. Kleiner Schnupfen. Halb so schlimm. Aber ich bin hier gerade an einer Sache am Verzweifeln. Schön, dich zu sehen. Um was geht's denn? Wenn du einen Moment hast, dann schicke ich dir mal einen Link. Vielleicht kannst du mir helfen. Schick ihn rüber. Zur Abwechslung geht's um Opa. Weller schon genauso genervt wie Papa vom Thema. Darüber habt ihr euch also auch schon unterhalten. Das ist ja interessant. Kannst du mir helfen? Okay, wenn du willst, dass bei deiner Suche was rauskommt, dann musst du den Thread am Laufen halten. Ja, kannst du mir das mal übersetzen? Kannst du das bitte noch mal wiederholen? Wie heißt der? Ich danke dir, Winnie. Ja, ich schuld dir was. War das einer deiner zahlreichen Informanten, du alter Jäger? Davon verstehst du nichts, Frank. Aber ich habe tatsächlich was über Ann-Kathrins Überraschungsbesuche herausgefunden. Eine offizielle Akte gibt es nicht. Aber Wilhelm Beukelsohn war ein fähiger Mann. Wilhelm Beukelsohn? Das ist ein Holländer, der hat im 14. Jahrhundert den Matthias erfunden. Willst du mich jetzt verarschen? Soll ich jetzt erzählen, was ich herausgefunden habe? Entschuldige, ich höre zu. Geboren 1960, Bund, GSG 9, dann steile Karriere beim BKA. Alle möglichen Auszeichnungen. Vor allem eingesetzt im Kampf gegen den organisierten Menschenhandel. Ja, Mensch, klingt ja fast so, als hätte da jemand deinen Traum gelebt. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Hm? Was soll das denn? Suchst du einen Heiratsschwindel? Thank you.
Sonst ist niemand hier, Frau Klassen. Ich glaube, ich suche dasselbe wie Sie. Gerechtigkeit. Und ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wie wär's, wenn wir dann anfangen mit ein bisschen Kohle? Ich habe jahrelang für deine Tennisstunden die Beine breit gemacht. Ey. Scheiße. Hey! Sei mal nicht so empfindlich, Prinzessin. Ich war bei 7 Männern. Hab immer gemacht, was sie wollten. Trotzdem haben sie mich alle umgetauscht. Was meinen Sie damit? Kunden durften uns bei nicht gefallen nach 2 Wochen wieder zurückgeben. Wie mein Toaster. Wie bitte? Weißt du, ich denke mir diese kranke Scheiße nur aus. Was ist danach passiert, nach dem 7. Mann? Sie haben mich in die Ferien geschickt, an die Nordsee. Zu diesem Anwalt. Er sollte mich auf Linie bringen. Warum sind Sie nicht zur Polizei? Dein Vater war doch Polizist. Ich konnte fast kein Deutsch. Sie haben gesagt, ich habe Schulden, 92.000. Wenn ich die nicht abarbeite, muss ich ins Gefängnis. Ich dachte, Deutschland ist schön. Dieser Anwalt, erinnern Sie sich an seinen Namen? Den werde ich nie vergessen. Sieht aus wie eine Qualle, heißt aber Käfer. Heiko Käfer. Dieser Promi-Anwalt. Was hat er Ihnen angetan? Mila. Was? Von seinem Lieblingsspielzeug aus seinem Spielzimmer. Oh Gott, das ist widerlich. Viel schlimmer waren seine Drohungen. Je größer meine Angst war, desto geiler wurde er. Womit hat er ihn gedroht? Dass ich unter den Hammer komme. Wurden Sie an einen Zuhälter oder irgendwen sonst verkauft? Wie auf einer Auktion? Auf einer schäbigen Rampe im Industriegebiet. Ich war da mit 13 anderen an einem Sonntag. Mila, ich kann Ihnen helfen. Ausgerechnet du. Hast du das immer noch nicht begriffen? Dein Vater ist dafür verantwortlich, dass ich hier gelandet bin. Ich werde mich doch nicht noch tiefer in die Scheiße reiten, indem ich der Tochter von diesem Wichser helfe, das mich verkauft hat. Was hat er immer gesagt? Täubchen, vergiss es. Als ich erfahren habe, dass er abgeknallt wurde wie ein Hund, da habe ich zum ersten Mal nach langer Zeit geweint. Geweint vor lauter Freude. Mein Vater wäre stolz auf dich. Also, wir fangen an hier bei 20.000. 22, 23, 25, ja, komm, 26, 20.000. Also! Schön, 30.000. 31. Ja.
haben wir hier Svetlana aus Minsk. 30, 32, 33, 34, 35. Jemand mehr als 35? Na, komm. Svetlana, es ist super. 35.000. Wen haben wir denn da? Was ist denn? Was hast du denn schon wieder? Hast du wirklich geglaubt, ich könnte allem widerstehen? Hast du das geglaubt? Ich bin wie alle anderen. Bestimmt Dinge tun, die er im normalen Leben niemals gemacht hätte. Aber Milas Version der Geschichte geht viel zu weit. Das würde ich auch gerne glauben. Aber es ist leider wahr. Woher willst du das wissen? Wer ist das? Dein Vater? Das muss mein Vater sein und das sein Kollege. Zuhälter, den sie ihre Ausschussware verkauft haben. Was sie den Mädchen in Dörfern nur erzählt haben. Wahrscheinlich das Märchen vom wohlhabenden Ehemann, der eine gute Ehefrau sucht. Und dann... ein Albtraum. Aber das sind alles Beweismittel. Warum hat er sie dann hier aufbewahrt? Beugelsinn hat mir nur nicht die Wahrheit gesagt, weil er genau wusste, dass ich das nicht aushalten würde. Dann, was heißt das? Ich kann das alles nicht mehr, Frank. Ich kann nicht mehr. Unsere Fischbude. Du weißt schon, ein Ort da. Die geht immer. Wann immer du willst. Ja, hallo? Hier spricht diese alte Glocke. Kommen Sie zum Mohnkopf. Herr Norddeich. Allein. Gut. Ich habe Ihren Vater geliebt. Glocke? Ja. Wie genau ist meine Mutter gestorben? Sie wurde mit einem Kissen erstickt. Was ist damals vorgefallen? Ihr Vater und ich, wir... Hatte der Banküberfall etwas mit ihren verdeckten Ermittlungen zu tun? Der Banküberfall war nur Tarnung. Wofür? Schnell!
passt. Danke. Ja. Ist nur meine Schuld. Ich habe sie dem Täter ausgeliefert. Mann, du weißt, dass das Quatsch ist. Hier, den hatte sie bei sich. Könnte von einem Schließfach sein. Er wollte sie mir sicher geben. Kriegen aber die Kollegen raus. An. Wir haben die Stelle gefunden, von der aus geschossen wurde. 400 Meter bei den äußeren Bedingungen? Das muss man erstmal hinkriegen. KTU geht von einem Kaliber 7,62 aus. Sag ich doch, Profikiller. Auf die Distanz. An! An, wo ist sie hin? An! Scharfschützengewehr erschossen. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen angeheuerten Profi. Ringfahndung war erfolglos, deswegen muss er sich hier noch in der Gegend aufhalten. Das ist der Bericht der KTU, das hat oberste Priorität. Keiner macht was anderes. Der Mord hängt eindeutig mit dem Tod des Vaters unserer Kollegin Ann-Kathrin Klaassen zusammen. Und deshalb nehmen wir jetzt hiermit offiziell die Fahndung im Mordfall Karl-Heinz Heydrich wieder auf. Außerdem müssen wir uns um die Frau kümmern, die wir bisher als Mila 12 kennen. Auch sie ist in Gefahr. Marion, Anne hat ihre Daten geschickt? Ja, ich schicke sofort eine Streife los. Mitkommen. Gut, los geht's. Danke. Und wo ist Anne? Da, wo alles angefangen hat. Wo ist denn die Anleitung dafür? Oder muss man raten? Also, am 15. September 2006 um 11.25 Uhr geht der Stillalarm bei den Kollegen ein. Die drei Bankräuber, die sitzen fest, haben aber Geiseln genommen. Und die Situation ist äußerst angespannt, es gibt sogar Verletzte. Jedenfalls verlaufen die Verhandlungen zäh, aber man einigt sich irgendwann darauf, dass die verletzten Geiseln vom Dach der Bank mit einem Rettungshubschrauber abgeflogen werden können. Karl-Heinz Heydrich ist vor Ort und lässt sich austauschen. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Frau Wachowiak. Mhm. Kleiner Umblick, bitte. Du verschließt mich. Jetzt weißt du auch nicht, was du sagst. Aber jetzt kommt's.
Bank erschossen. Ja. Einfach so. Darüber rätselt Ann seit 15 Jahren. Und wie sind die Schweine da rausgekommen? Als der Rettungshubschrauber vom Dach der Bank schließlich abhebt, vermeintlich mit dem verletzten Geiseln an Bord, stürmt das SEK die Bank. Von den Bankräubern fehlt jede Spur. Guten Tag, Frau Wachowiak. Guten Tag, Frau Klaassen. Kennen Sie diesen Schlüssel? Der ist ja von den alten Schließfächern. Die gibt es leider nicht mehr. Das musste alles neu gemacht werden. Das Schließfach war da vorn. Danke. Auf der Seite haben die Bankräuber alles komplett rausgerissen. Warum nur auf der Seite? Keine Ahnung, hatten wahrscheinlich keine Zeit mehr. Die Schlüssel! Fahr schneller! Aufwachen! Los! Ich bin nicht mehr so gern hier unten. Die Fächer waren natürlich alle versichert. Sehr seltsam. Der Mieter ist der Einzige, der sich nie gemeldet hat. Sagt Ihnen der Name Ludwig Stein etwas? Der kann nicht dabei gewesen sein. Einmal fett, immer fett. Wow, fundierte Beweisführung. Ich hab's überprüft. Unser Staranwalt hat schon immer jeden vertreten, der es sich leisten konnte. Laut Mila 12 war er der juristische Arm der Organisation. Die Frauen hatten keine Chance. Dann lass uns dem juristischen Arm doch mal dezent auf die Finger klopfen. Schauen, ob der Käfer zuckt. Käfer? Geht es um Heiko Käfer? Ja. Ach du Scheiße. Da müsst ihr wirklich sehr gut aufpassen. Der Typ ist furchtbar unangenehm, aber beruflich ist er top. Der hat Kollegen in Düsseldorf in Grund und Boden geklagt wegen einem Parkticket. Da jetzt nicht anzugehen? Wolltest doch nicht mehr unhöflich sein, Tatjana. Hallo. Salut, Tanjuscha. Tat. Mai si uitat deja? Uitam, uitat. Uite că m-au externat. Ce bine că te-au externat așa de repede. Unde ești, dragă? Ești bine? Da. Sunt într-o casă de direct la mare. O casă de vacanță. Ce s-a întâmplat, copilul? Tăniușa, ești sigură că totul e bine? Tatiana? Nu, nu e nimic. Acum de ziua ta. La mulți ani cu sănătate, să-ți ia Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești, mulți ani. Trebuie să închid, tată. O să ne vedem curând. Du hast so eine schöne Stimme. Solltest du was draus machen? Du, mein Vater war wegen des Schließfachs hier. Kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht hängt das aber auch alles irgendwie zusammen. Und er hat das Fach auf den Namen Ludwig Stein gemietet. Ich überprüfe die alte Adresse von Hot Pants. Die Firma ist 2006 komplett von der Bildfläche verschwunden. Was ist denn mit Mila 12? Mila 12 ist samt ihrem Wohnwagen verschwunden. Ja, sie wollte nie aussagen.
Und der Promi-Anwalt? Marion hat sich als potenzielle Klientin ausgegeben und über seine Kanzlei erfahren, dass er sich in seinem Ferienhaus aufhält, in Laisil. Ja, und wart ihr da? Nee, ist bitter, aber Ubo hat uns zurückgepfiffen. Gegen so jemanden bräuchten wir etwas mehr in der Hand. Ja, bohrt da unbedingt weiter. Vielleicht findet ihr ja doch noch eine Spur. Und wie macht sich Rupert? Du, der gibt 100%. Damit haben sie unten die Schließfächer aufgemacht. Schöne 2006 und da habe ich hier gerade meine Ausbildung angefangen. Die hatten die Räume hier unter uns und wir haben die dann von denen übernommen. Sie wissen nicht, was die hier für Geschäfte gemacht haben. Nee, das schien eine ganz normale Buchhaltung zu sein. Wird hier auch am Wochenende gearbeitet? Nein. Leute, aufgepasst! Friedhelm Stenger, Rentner, ganz unscheinbar, züchtet angeblich sogar Tauben. Das ist unser Mann. Und das ist Polizeiarbeit. Du, Rupert, Entschuldigung, ich habe gerade Polas gecheckt, also es gibt nichts über ihn. Also rein gar nichts. Gar nichts ist nicht viel. Wahrscheinlich wollte sich dieser Spacko im Chat auch nur wichtig machen. Ich brauche einen Tee. Ja. Friedhelm Stenger. Ja, Rupert hat es gefunden, aber Polas gibt nichts her. Na gut. Dann spuck's aus. Was ist los? Ich habe gerade den Ort gesehen, wo sie die Frauen verkauft haben. Ganz profan, im Hinterhof. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass mein Vater... Ann, dein Vater musste gegen diese Leute ermitteln. Er musste mitspielen. Ja, ich melde mich wieder bei dir. Ja, was hast du noch? Frau Klasen? Herr Beuselsohn? Hallo. Ja, ich wollte mich für meinen überstürzten Aufbruch neulich entschuldigen. Ich hoffe, Sie haben sich meinen Rat zu Herzen genommen und lassen die Finger von der Sache. Nicht ganz. Ich bin jetzt im Ruhrgebiet. Und? Fällt Ihnen zu einem Friedhelm Stenger etwas ein? Stenger? Den wollte ich Ihnen eigentlich ersparen, dieses Dreckschwein. Ich habe gehört, er hat danach einfach weitergemacht. Was? Er ist immer noch aktiv? Wir haben nichts über ihn gefunden. Er ist der Kopf von Eastern Promises. Eastern Promises? Marion, ich hab's dir geschrieben. Eastern Promises. Ja, es geht um Stenger. Und der Laden läuft auf den Namen seiner Frau. Ich brauche die Geschäftsadresse.
Ah, Frau Klaasen. Heute schon Zeitung gelesen. Wissen Sie, wer das war? Was haben Sie damit zu tun? Ich dachte nur, der Tatort liegt in Ihrem Revier. Nicht wahr? Soll es eine Drohung sein? Aber wird Ihnen doch niemals drohen. Ihr Vater war ein guter Freund von mir. Sie haben meinen Vater umgebracht. Ich? Karl-Heinz, kommen Sie, ich zeige Ihnen mal was. Stopp! Ich warne Sie. Nicht doch, ich mag Waffen nicht besonders. Keine Angst, darf ich? Ah, da ist es ja. Da haben wir einen Rekordabschluss gefeiert. 53 Frauen in einem Monat. Glücklich vermittelt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen das Bild. Ja, so glücklich haben Sie ihn bestimmt noch nie gesehen. In seinem grauen, spießigen, anderen Leben in der ostfriesischen Einöde. Ihr Vater konnte sich so jungenhaft freuen, war so voller Lebenshunger. So, und hier haben wir Svetlana aus Minsk. So, jetzt zeig dich mal ein bisschen. Ein kleines bisschen so, ja, und Kopf hoch. So sehr Sie das auch quälen mag. Ihr Vater war mein bestes Pferd im Stall. Alte Kackbratze, vermisst du mich? Ist ja lustig. Ich habe heute den ganzen Tag mit Gelsenkirchen zu tun. War immer nicht so voreilig, ja? Wie kommst du darauf? Audio. Ja? Ja. Okay, danke. Ja. Kollegen, wir haben ein Problem. Minuten später Stenger tot. Und dazu kommt, bei der Tatwaffe handelt es sich um dasselbe Kaliber wie bei unseren Dienstwaffen. Anna hat ja jetzt niemanden erschossen. Das steht ja wohl völlig außer Frage. Tut mir leid, Frank, aber bei dem Thema. Ist jetzt dein Ernst, oder? Die Frau hat schon mal auf den Krankenwagen geschossen. So richtig zurechnungsfähig ist sie nicht. Was eigentlich stimmt mit dir nicht? Was bitte genau stimmt mit dir nicht, Rupert, du blödes Arschloch? Sag's mir jetzt ins Gesicht. Was? Stopp, Mann! Komm, stopp! Danke, Marion, danke. Bitte, beruhigt euch, ja. Wirklich, Frank, es ist vollkommen egal, was ihr denkt. Die Kollegen in Gelsenkirchen müssen bei der Faktenlage davon ausgehen, dass sie es war. Scheiß drauf, ey. Ich bin wie alle anderen. Frank? Ann, sag mal, wo steckst du denn? Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Was passiert? Die denken, du hast den Stenger erschossen. Was? Stenger ist tot? Erschossen? Von SC-612 noch am Einsatz aus. Nein. Ich habe den Mörder zu Isolde Klöcke und ihrer Mutter geführt. Und jetzt auch noch zu Stenger.
Sag mal, du bist in Lebensgefahr. An, begreif das doch endlich. Soll ich mich verhaften lassen? Du musst ja erst mal weg. Egal, wo ich war, der Täter war mir immer dicht auf den Fersen. Und das wird jetzt auch wieder so sein. Nur diesmal werde ich ihn erwarten. Das ist so ein Scheißplan. An! Was glaube ich jetzt? Zu keinem ein Wort. Wenn du mir versprichst, mir irgendwann zu erklären, was der ganze Zirkus soll? Versprochen.
aufstehen. Ich kann mich nicht erinnern, Sie eingeladen zu haben. Komm her, Süße. Komm her. Komm her. Meine Kollegen sind bereits alarmiert. Ich weiß, was hier passiert. Was sie all den Frauen antun. Seit Jahren. Ach, ehrlich? Ich bin freiwillig hier. Nein, sehen Sie. Soweit ich weiß, werden Sie wegen Mordes gesucht. Das heißt, ich komme mit Notwehr durch, wenn ich Sie jetzt erschieße. Aber Sie haben Glück, ich bevorzuge andere Waffen. Sie müssen nie mehr zu Männern wie Käfer. Bitte. Tatjana? Hier oben, Honey. Komm mal lieber wieder runter. Machen Sie mich los, jetzt sofort. Los! Sonst. Ich kann sie beschützen. Ja! Ich komme! Na, sie ist oben. Käfer war schon immer ein Bestie. Er ist tot. Haben Sie auf Stenger erschossen? Warum? Sie wollten sich rächen? Naja, eher umgekehrt. Stenger und Käfer hätten mehr als einen Grund gehabt, sich an mir zu rächen.
haben die beiden erpresst. Mit dem Beweismaterial, das mein Vater in dem Schließfach versteckt hat. Er wollte es veröffentlichen. Der ganze Banküberfall nur, um an die Unterlagen zu kommen. Jetzt komm mit mir. Hör auf mit dem Unsinn hier. Du weißt, dass es aus ist. Na komm, Kalle. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Zwing mich nicht! Sie haben ihn umgebracht. Sie haben umgebracht. Fahr runter, Mensch! Kalle, Junge. Das bringt bestimmt total viel. Ja, aber dann mach du da was, damit es schneller geht. Blödes Arschloch. Entschuldigung. Hey, Mama, mach mal das Ding runter. Hey. Hey, pass mal auf. Wir sind im Einsatz. Ja, Einsatz. Das Teil runter, aber sofort. Sonst bucht ich dich ein. Immer mit der Ruhe. Was? Dann geht es gleich weiter. Okay. Ja, geht doch! Danke. Wahnsinn. Sie werden mit diesem ganzen Morden nicht durchkommen. Ich bin eigentlich gar nicht hier. Also kann ich auch niemanden umgebracht haben. Sondern ich. Mit ihrer Dienstwaffe. Ja, schon wieder. Was ist mit Isolde Glocke und ihrer Mutter? Interessiert niemanden mehr. Aber eine Polizistin auf Rachefeldzug schon. Und ich jag mir damit gleich selbst eine Kugel durch den Kopf. Weil sie mit der Schuld nicht leben können. Direkt am Meer, das passt doch zu ihr. Warum haben sie mich nicht schon viel früher umgebracht? Im Zimmer meines Vaters. Oder auf dem Parkplatz zusammen. Die Säule Glocke. Sie treffen doch sonst immer. Los. Sie konnten es nicht. Wegen ihm. Genauso selbstgerecht wie der Vater. Aber am Ende hat er den Glauben an das Gute wiedergefunden. Er war ein elender Prinzipienreiter. Deswegen musstest du sterben. Ich habe keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt. Ich habe Verbindungen bis ins Innenministerium. Ui, da kriege ich aber Angst. Abführen. Was? Denk jetzt nicht, dass ich euch immer den Arsch rette, hä? Eigentlich müsste ich dich jetzt verhaften. Thank you.
Ich hab dich ganz schön erschreckt. Ja. Musste sein. Ich bin froh, dass du noch mal die Kurve gekriegt hast. Gerade so eben. Ich glaube, jetzt ist es gut, Papa. Es geht Ihnen wirklich gut. Ach, im Ernst, ich wollte nicht springen. Warum standen Sie dann so lange dort? Weil ich jemanden kannte, der es getan hat. Also, wofür ist das alles? Karaoke? Karaoke, ja. Ich bin in deinem Club. Mein Freund, Sean. Er war immer ein Sonnenschein. Aber wahrscheinlich schon immer die Sonne. Ich habe ihn gesehen. Sie haben ihn gesehen? Ich hätte ihn aufhalten können. Northern Lights. Jetzt streamen in der ZDF-Mediathek. Ich guck gerade Dings. Ist gut, ich gehe jetzt. Mit der Frau. Ja, ich bin gegen 11 wieder zu Hause. Bis dann, Mom. Bis später, Brian. Langsam ist die Hüfte an. Ich versuche, die Stellung möglichst lange zu halten. Dale, ich fahre jetzt zu der Tagung. Lässt du mir Geld für Pizza da? Ja, es liegen $20 auf dem Tisch im Flur. Und nicht wieder Pay-Per-View bestellen, Freundchen. Was ist, wenn ich Chicken Wings will? Du brauchst keine Chicken Wings. Das ist nicht genug, Dad! Das RTI Cochlea-Implantat ist dank seiner Klangverarbeitung durch seinen Sprachprozessor das derzeit fortschrittlichste implantierbare Hörgerät auf dem Markt. Doch die aufregendste neue Entwicklung ist der externe Prozessor, der sich direkt über dem Ohr einfügt und es somit unnötig wird, sein Gesicht zwischen diese Brüste zu drücken. Tut mir leid, ich bin völlig durcheinander und sowas passiert mir nie. Mr. Robert und ich spiele Racquetball. Ich sammle Münzen. Lieber Gott, ich liebe koreanisches Essen. Ich bin Nancy Huff. Ich kann Tandoori Chicken kochen. Ich sammle für die staatliche Obdachlosenhilfe. Und ich liebe die Filme von Rob Reiner. Hm. Und vielleicht, das hat mein Leben verändert. Ich habe ein Schiff. Ich will mich zur Ruhe setzen und um die Welt segeln. Oh, ich liebe die See. Und ich fahre einen Mercedes und ich habe einen 40-jährigen Sohn Dale, der noch immer zu Hause lebt. Was hast du gerade gesagt? Oh Gott, ich wusste es. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich habe einen 39-jährigen Sohn namens Brandon, der noch zu Hause bei mir wohnt.
Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie gekommen sind, um mit uns diesen fantastischen, herrlichen Tag zu teilen. Und ich möchte mein Glas erheben. Dale und ich wollen Sie in unserem Haus mit offenen Armen willkommen heißen. Ach, geh ins Hotel, Dad! Dale! Nun, wie Sie alle wissen, kann mein jüngster Sohn Derek heute wegen eines wichtigen Angelausflugs nicht hier sein. Doch mein anderer Sohn Brennan wollte eigentlich eine eigene Wohnung beziehen, aber er wurde kürzlich entlassen von seiner Stelle bei PetSmart. Also wird er bei uns wohnen. Ich bin nicht gefeuert worden. Man hat mich nur freigestellt. Aber der Unterschied ist eher zu hoch. Ich hab kein Lachs gewollt! Das habe ich 4-mal gesagt! Diese Hochzeit ist voll scheiße! Da ist jemand aber ganz schön still da hinten. Ich werde ihn nicht Dad nennen. Brennan, du bist 39 Jahre alt. Es erwartet niemand, dass du ihn Dad nennst. Das werde ich sicher nie. Niemals. Nicht mal, wenn's brennt. Robert sollte mir besser nicht auf den Sack gehen. Weil sonst mache ich den Wichser platt. Gütiger Gott, Brennan. Ich finde ja nur, du solltest dir die Alternativen überlegen. Ich weiß, dass du jetzt so gesehen verheiratet bist. Aber das zwingt sie ja nicht, hier zu wohnen. Dale. Ich denke, es ist für uns beide Zeit für eine Veränderung. Dad, wir sind Männer, okay? Sowas bringt eine Menge mit sich. Wir scheißen gern bei offener Tür. Wir reden über Pussys. Wir gehen auf Ausflugsdampfer zocken. Wir belegen unsere eigenen Pizzas. Das ist unser Ding und das ist jetzt alles futsch. Eindeutig haben wir von all dem noch nie etwas getan. Wo hat er Medizin studiert? Er war an der Northwestern und der Johns Hopkins. Ist das gut genug für dich? Nein, ist es nicht. Also, Brennan, das sind überaus angesehene Universitäten. Ich habe Shit geraucht mit Johnny Hopkins. Du kennst überhaupt keinen, der Johnny Hopkins heißt. Sie hießen Johnny Hopkins und Lou Pasteur. Und die haben jeden Tag das Zeugs gequant. Also gut, mal dir mal Folgendes aus, Dad. Nehmen wir an, Nancy sieht mich aus der Dusche steigen und beschließt, mich anzumachen. Ich sehe gut aus. Ich habe ein prachtvolles V aus Haaren von meinem Brustpelz runter zu meinen Sacklocken. Jetzt wirft ihr einen Blick auf mich und sie so, oh mein Gott, ich hatte den alten Bullen, jetzt will ich das junge Kalb. Und sie packt mich an meinem Schniedel. Halt die verdammte Klappe! Schon, Brennan. Mir gefällt's hier. Da bist du ja. Hi. Ach, du siehst so süß aus in deinen Umzugssachen. Oh. Wie war's denn? Ganz einfach. Die Möbelpacker erledigen alles. Oh. Wo ist Brennan? Der sitzt noch im Wagen. Es war eine anstrengende Fahrt. Hey, Robert. Was ist denn da für ein Aufruhr? Hey, Don. Ist das Ihre Frau Nancy? Ich stehe hier, Don. Darf ich nachher vorbeikommen und Ihr Gesicht anfassen? Sicher. Danke, viel Glück, Freunde. Wir sehen uns dann. Bring dir Cinnamon. Bei Fuß Cinnamon. Bei Fuß Cinnamon. Cinnamon. Hallo, Dale. Hi, Nancy. Kann ich einen Schinken-Käse-Toast haben? Sicher. Nein. Dale hat gerade gegessen. Er testet nur aus, wie viel er sich erlauben kann. Verstehe. Ich habe Hunger. Sieh mal in deiner rechten Hand. Es würde mir wirklich nichts ausmachen, ganz nein, nein. Ehrlich. Nein, nein, er braucht es. Aber du musst mich Drachen nennen. Und du nennst mich Nachtfalke. Brennan. Bitte unterlass das.
Das ist genug, Ketchup. Komm schon. Dave. Das schmeckt mir. Das ist genug. Womit hast du dich in letzter Zeit beschäftigt, Dale? Naja, ich bin Manager eines Baseballteams. Jugendliga? Fantasieliga. Mach doch ein Foto, das hält länger. Würdest du bitte aufhören, so provokativ zu sein? Ich bin's nicht, der mich hier angafft. Und Brennan, wie steht's mit dir? Du warst doch früher bei TetSmart, richtig? Das stimmt, Mr. Dobek. Oh, nenn mich Robert. Das stimmt, Robin. Robert. Robin. Eigentlich ist Brennan ein sehr talentierter Mensch. Ein äußerst begnadeter Sänger. Ja? Ich bin richtig, richtig gut. Wie gut denn? Sie haben mich den Singvogel meiner Generation genannt. Die Leute, die mich gehört haben. So gut. Der einzige Haken ist, dass Brennan sehr wählerisch ist, was seine Zuhörer anbelangt. Also, zum Beispiel ich als seine Mutter habe ihn erst 2-mal singen gehört. Ist ja witzig, dass du das sagst, denn ich kann auch singen. Wisst ihr was? Ich singe jetzt gleich. Willst du es dir besorgen auf diesen fetten Eiern? Hey! Bring dich doch einfach drauf! Hey! Der Ritt auf dem Schritt steigt hier! Hör auf! Doch mal dieses Riesengerät! Hör auf damit! Hör auf! Schluss jetzt! Lustig. Ich weiß noch, wie ich mein erstes Bier getrunken habe. Haha! Als ich den das letzte Mal gehört habe, bin ich vor Lachen von meinem Dinosaurier gefallen. Schluss, es reicht jetzt, ja? Okay, beruhigen wir uns wieder und schon gut. Brennan, es ist gut. Alles okay. Toll. Er hat zuerst was Gemeines gesagt. Ich wollte, hör zu, wisst ihr was? Hey, Freunde, also gut, Schlafstätten. Es wird ungewohnt, aber weil Dale sich weigert, sein Schlagzeug umzustellen,